Hallo, meine Lieben. Ja, seit einer gefühlten Ewigkeit sehen wir uns mal wieder. Ich habe es tatsächlich mal wieder hingekriegt, hier ein Video zu machen. Mein Problem war ja, dass meine Kamera da oben nicht funktioniert hat und deswegen manche Sachen einfach für mich gar nicht möglich waren zu filmen. Ich habe mir keine neue gekauft. Ich habe gestern mit Mausi, also meiner Mausi, ihr kennt sie besser unter Miss Fruchteis, ja, telefoniert und habe gesagt, weißt du was, ich probiere einfach nochmal aus, meine Kamera nochmal anzumachen, vielleicht funktioniert es ja. Und tada, es ging tatsächlich, sie hat sich auf einmal wieder mit dem Computer verbinden lassen. Also sie ging ja an, nur im Programm hat sie halt, also da sind immer zwei, wenn man sie anmacht, sind halt zwei Auswahlmöglichkeiten, entweder als normale Kamera verwenden oder eben als PC-Kamera. Und diese Auswahl, das ging halt immer nicht. Und gestern ging es auf einmal wieder und ich kann sie jetzt wieder als PC-Kamera benutzen. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ja, auf jeden Fall funktioniert es jetzt wieder. Einmal hier, zack, im Hintergrund, da seht ihr es. Genau, ja. Und ja, ganz ungewohnt irgendwie, jetzt wieder vor der Kamera zu sein, nach so langer Zeit. Ich wollte euch mal so ein bisschen erzählen, was bei mir so los war in der ganzen Zeit und ja, was vielleicht demnächst noch so kommt. Genau, also was war eigentlich los die letzte Zeit so? Ja, Corona und viele Leute waren zu Hause und ja, ich auch. Und ich habe sehr, sehr viel an meinem Shop gearbeitet. Gestern hat Miss Fruchteis ein Video hochgeladen. Also für mich gestern. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, das Video heute online zu stellen. Kann auch sein, dass es für euch vorgestern war. Das Video werde ich euch unten mal verlinken. Und zwar hat sie da, also ich muss noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Sie hatte Hochzeitstag und darüber hat sie ein Video gemacht. Sie hat sich nämlich einen Brother Plotter geschenkt oder schenken lassen zum Hochzeitstag. Und ja, dann hatte ich unter ihrem Video halt kommentiert, dass ich ihr gerne eine Datei aus meinem Shop schenken würde und dass sie sich doch mal umschauen soll. Und dann ließ sie schon so ein bisschen durchblicken, als wir telefoniert haben, dass ihr das ein oder andere, also die ein oder andere Datei auch ganz gut gefallen hat. Und sie hatte aber einen klaren Favoriten, diese Perserin. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Such dir doch mehrere Dateien aus und dann wäre es cool, wenn du die vielleicht in deinen Videos zeigst. Ja, und das hat sie dann auch gemacht. Sie hat sich drei Dateien ausgesucht und ich habe ihr dann noch on top eine Datei geschenkt, die bis zu dem Tag, wo sie das Video hochgeladen hat, noch gar nicht im Shop drin war. Genau, und die vier Dateien, die zeigt sie auf jeden Fall in diesem Video, wie sie die umgesetzt hat. Und ich, ja, was habe ich sonst gemacht in der Corona-Zeit? Ja, meine Hunde. Ich habe ja zwei jetzt. Und ja, mit denen ist halt auch immer viel zu tun, wenn man noch junge Hunde hat. Wir mussten den Rüden jetzt gerade frisch kastrieren lassen, weil wir ja ein Geschwisterpärchen haben, also eine Hündin und einen Rüden. Und das geht natürlich nicht. Also mussten wir uns entscheiden, die Hündin oder den Rüden. Und nach Rücksprache des Tier, also mit dem Tierarzt, hat er uns dann empfohlen, besser den Rüden kastrieren zu lassen. Und ich bin auch ganz froh, weil er doch ein bisschen schon zickig wird anderen Rüden gegenüber draußen. Und dadurch kann das vielleicht auch noch unterbunden werden. Wäre optimal auf jeden Fall. Genau, ja, das war eigentlich das, was hier so die ganze Zeit passiert ist. Wie gesagt, ich habe viel Zeit am Computer verbracht und Dateien für den Shop erstellt. Mittlerweile sind 70 Dateien tatsächlich, die ich da drin habe. Ne, jetzt 71 mit dieser Datei, die eben das Fruchteis schon vorher hatte. Genau, ja, und ansonsten, ja, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich gerne zu so einem Lab möchte. Ich weiß gar nicht genau, ob ich euch in irgendeinem Video die Kostüme gezeigt habe, die ich dafür genäht habe. Vielleicht fotografiere ich die ab und blende die mal hier irgendwo ein. Weil die jetzt so zu zeigen vor der Kamera ist halt schwierig, weil die doch sehr groß sind. Damals gab es ja noch nicht diese Stretchstoffe, wie wir sie heute haben, sondern da war halt alles mit Leinen und so. Also die würde ich mal abfotografieren und dann hier irgendwie mal einarbeiten. Genau. Ja,
Und Lab ist ja doch zum größten Teil eigentlich mehr so diese Mittelalterschiene, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Aber ich habe halt auch, wenn man hier den ganzen Tag so am Computer ist, man braucht zwischendurch auch mal, muss man den Kopf auch mal freikriegen und mal was anderes machen. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen umgeschaut, auch in dieser Lab-Geschichte. Und habe dann aber eigentlich entdeckt, Mensch, Cosplay ist eigentlich auch richtig geil, weil du da sehr bunt sein kannst. Und ja, ich mag bunt. Und ja, also so ein bisschen Farbe bringt irgendwie mir Fröhlichkeit so ins Leben. Und deswegen habe ich gedacht, warum eigentlich nicht mal so ein Cosplay ausprobieren? Und wenn wir Glück haben und Corona das nicht zunichte macht, gibt es im März in Leipzig eine Comic-Con-Messe bzw. die Buchmesse. Und ja, da gibt es eben sehr viele Leute, die Cosplay machen, dich dann eben verkleiden und so weiter. Und ich habe dann eine Freundin gefragt, habe die so ein bisschen angestiftet sozusagen, habe gesagt, hey, hast du nicht Bock, das mit mir zusammen zu machen? Die war gleich Feuer und Flamme. Und sie möchte gern die Mutter der Drachen aus Game of Thrones machen. Und ich hatte erst überlegt, dass ich auch einen Charakter aus Game of Thrones mir dann aussuche. Ja, ich habe mir dann auch die Box bestellt und bin auch gerade nebenbei dabei zu gucken, also die Serie mir anzugucken. Und ja, ich muss aber sagen, das ist auch wieder diese Mittelalterschiene. Und dann hätte ich ja auch theoretisch bei meinem Kostüm, was ich jetzt habe, eigentlich einfach bleiben können und das halt nehmen können. Und dann wäre gut gewesen. Ja, möchte ich aber nicht, sondern ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte gern Rapunzel neu verföhnt machen. Und ich habe mir gestern die Perücke dafür bestellt. Ich bin echt gespannt. Also über den Shop habe ich bisher nur Gutes gehört. Der heißt ladieshair.de, glaube ich. Kann ich, wenn es jemanden interessiert, ich verlinke es unten und dann könnt ihr euch das mal angucken. Und da habe ich dann halt eine Perücke bestellt mit 1,50 m blonden langen Haar. Auf den Bildern sieht die richtig gut aus und die benutzen halt so ein spezielles, also es ist auch Kunsthaar, aber die benutzen halt so ein spezielles Haar und irgendwas mit K. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Und das soll halt echtem Haar sehr ähnlich sein. Genau. Das habe ich auf jeden Fall bestellt. Die war auch gar nicht so teuer, 30 € glaube ich. Und ja, da bin ich mal gespannt, wenn die ankommt. Und ich habe heute so ein ganz merkwürdig geformtes Paket. Ihr seht vielleicht hier schon. Ich habe es nämlich schon mal aufgemacht. Und das Ding ist schwer und lang und überhaupt. Und da, was da so drin ist, versuche ich euch jetzt mal zu zeigen. Ich versuche es mal rauszukriegen. Das kann ein bisschen schwieriger werden. Ich halte es mal mit den Beinen fest und versuche mal zu ziehen. Nee, keine Chance. Aber vielleicht das hier drin. Nein, keine Chance. Ich muss es aufschneiden. So, ich habe es geschafft. Es ist offen. Ja, und das Erste, was hier zum Vorschein kommt, sieht ein bisschen aus wie eine Tapetenrolle oder wie ein Teppich oder so. Ist es aber nicht. Das hier ist Warbler und zwar Mesh-Warbler. Deswegen hat das hier so eine Struktur. Das hält halt einfach sehr, sehr gut, weil es halt hier hinten noch so ein Gitternetz drauf hat. Und da drin ist aber noch ein bisschen mehr. Und zwar sind da drin noch ein paar. Achso, warte mal, jetzt glaube ich. Einen Moment, ich schalte mal kurz um. Ich mache mich mal hier ein bisschen. Na, ein bisschen kleiner. Ich gucke wieder mal oben auf meinen Monitor. So, sind noch ein paar andere Sachen drin. Und zwar ein paar Eier. Insgesamt sind es vier. Die sind natürlich nach ganz unten gerutscht, logischerweise. Ah, ich versuche mal auszukippen. So, da kommt's. So. Und zwar diese drei Eier hier. Habe ich für meine Freundin bestellt, für ihr Kostüm, weil die Mutter der Drachen hat ja drei Dracheneier und später dann drei Drachen. Und da habe ich mir gedacht, die sind cool. Und ich habe ein Video gesehen bei YouTube, wie Leute mit diesen Eiern mit Reißzwecken
da richtig, richtig coole Dracheneier draus gemacht haben. Das Video kann ich auch mal unten verlinken. Ich hoffe, ich denke an die ganzen Links. Ich muss mir das Video nachher nochmal angucken und dann die ganzen Links wirklich einfügen, dass ich es nicht vergesse. Genau. Und ja, also man macht dann wirklich rings, also man fängt dann hier, da ist auch so ein praktisches Teil, da passt auch genau, also in dem Video zumindest, wo ich es gesehen habe, hat genau so eine Reißzwecke reingepasst. Und dann werden die so spiralförmig immer weiter reingepiekst, bis das Ei komplett voll ist. Und dann wird es halt bemalt. Also erst mit Gesso und dann eben mit den Farben, die man halt haben möchte. Genau, und das sah richtig geil aus. Und da habe ich gedacht, okay, das ist eine relativ einfache Methode. Also es gibt noch andere Videos, wo dann mit Moosgummi diese kleinen Teile ausgeschnitten wurden. Fand ich jetzt persönlich aber nicht so schön, ehrlich gesagt. Also ich fand das doch mit den Nadeln eigentlich am schönsten. Die sind aber für meine Freundin und sie soll dann sich die Videos selber angucken und soll selbst entscheiden, was sie halt schöner findet. Und dann dachte ich mir, ach komm, die waren auch nicht teuer. Ich gucke gleich mal nach, was die gekostet haben. Ich habe die Seite da auf dem Monitor schon offen, damit ich euch die Seite auch gleich zeigen kann. Habe ich mir gedacht, ich bestelle mir auch gleich eins mit, nur ein bisschen größer. Und davon werde ich mir auch so ein Drachenei basteln. Und das werde ich mir hier hinstellen. Werde ich mir so ein kleines Podest machen, wo das draufsteht. Also so halt, ne? So ein Podest. Und werde mir das halt irgendwo hinstellen als Deko. Finde ich ziemlich geil. Genau. Ja, und dann habe ich hier drin noch, ich glaube, ich muss das auch nochmal aufschneiden. Wenn ihr wissen wollt, was Warbler ist, ups, das ist laut. Wenn ihr wissen wollt, was Warbler ist, dann kann ich euch auch gerne noch ein Video von mir verlinken, wo ich schon mal was mit Warbler gemacht habe. Und zwar so ein Teil für die Hand. Ist jetzt gerade ein bisschen eng hier von den Fäden so. Das kommt hier so drauf. Da habe ich ein Video von gemacht, wie das entstanden ist. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Video war oder ob ich das sogar in zwei Teile gemacht habe. Ich glaube, es war nur eins. Und ja, das ist dann Warbler. Und das kann man eben, also das ist hier alles Warbler, nicht irgendwelche anderen Sachen, sondern überall, wo hier darunter ist Moosgummi, um das so erhöht zu bekommen. Aber diese Sachen, diese Einfassungen und so, habe ich halt alles aus Warbler gemacht. Und zwar ist das ein sehr gutes oder ein sehr cooles Material, weil man kann das mit einem Heißluftföhn erhitzen und dann lässt sich das in jede beliebige Form bringen. Es wird ganz weich und ja, dann kann man da eben alles Mögliche draus machen. Irgendwelche Masken oder komplette Kostüme machen sich da Leute draus. Also richtig cool. Wobei ich jetzt gestern ein Video oder mehrere Videos mir dann angeguckt habe, aber in einem Video auf jeden Fall ein anderes Material noch entdeckt habe, wo man, ich finde, es noch leichter machen kann als mit Warbler. Aber ich hatte mir da den Warbler schon bestellt und deswegen, ja, war es jetzt egal. So, dann habe ich mir ein paar Platten Moosgummi, so ein größeres hier, bestellt. Ja, einfach um dann eben wie hier zum Beispiel solche Erhöhungen zu machen. Das sind dann vier Stück. Da kann man dann schon mal ordentlich was draus machen. Ja, dieses riesen Warbler-Teil, dieses riesen Mesh-Teil ist, glaube ich, 1,50 m mal 1 Meter. Und dann habe ich mir noch ein kleineres Warbler in Schwarz bestellt. Und das ist dann vorne diese glänzende Seite und hinten diese matte Seite. Und ich glaube, die matte Seite klebte immer ein bisschen mehr als diese Seite. Aber die Seite sieht schöner aus, wenn sie vorne ist. Ich glaube, ja, genau. Man nimmt halt diese raue Seite, kommt nach innen und die glatte Seite macht man nach außen. Aber ich weiß jetzt, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gemacht habe. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welche Seite mehr klebt. Ob es die hier war, die glatte oder diese matte. Das kann ich euch gerade nicht genau sagen. So, wie komme ich hier nachher wieder raus? Mein ganzer Schreibtisch ist hier verbaut jetzt mit Warbler und diesem riesen Karton.
Ja, genau. Und wartet mal, ich stelle noch mal um. Ich mache mich hier noch mal ein bisschen größer. So, genau. Jetzt seht ihr mich wieder besser. Ach so, ich wollte euch aber kurz zeigen. Und zwar mache ich mal den Bildschirm an. Da. Das ist dieser Shop, wo ich mein Warbler jetzt gekauft habe. Und zwar ist das hier dieses Mesh Art. Und das bekommt man halt ab 25 mal 37,5 cm, also ganz klein. Das kostet dann auch nur knapp 5 €. Und dieses ganz große, was ich jetzt bestellt habe, ja, da bezahlt man dann knapp 53 €. Aber da kann man halt wirklich mega viel draus machen. Also aus diesem Stück kann ich locker ein komplettes Cosplay-Kostüm mir anfertigen. Und was ich aber auch bei diesem Shop hier entdeckt habe, dass die echt mega viele coole Sachen haben. Also für echt alle möglichen Sachen. Das ist jetzt hier nur mal so eine Rubrik. Dann haben die hier aber auch noch für Bastelbedarf, haben die halt auch noch alle möglichen coolen Sachen. Und hier halt extra eine Rubrik nur für Cosplay, wo man dann halt Zubehör, Werkzeuge, das ist dieses Thermoplast, ist halt dieses Warbler. Oder dann hier so Grundmaterialien, da gibt es dann auch richtig coole Sachen. Und ich finde, die Preise sind auch echt okay. Also für uns Bastler, glaube ich, ist das auch echt eine coole Seite. Ja, hier seht ihr dann auch mal, was es so noch für Arten von Warbler gibt. Gibt es halt doch schon einiges. Also das ist hier so ein, auch in Braun, aber es hat halt hinten nicht dieses Gitter, was ich habe. Ein durchsichtiges, das Schwarze, was ich euch gezeigt habe, und das Rote ist schwer entflammbar, deswegen ist das auch so teuer. Oder was heißt so teuer, aber deswegen ist es etwas teurer. Also ich habe mit anderen Shops verglichen und dieser Shop war immer mit in der niedrigsten Preiskategorie. Also ich habe mir mehrere Shops angeguckt und hier war es halt immer relativ günstig. Dann gibt es hier noch solche Kristall, also durchsichtigen Perlen und weiße Perlen. Und die kann man auch einschmelzen, wird sehr flüssig und damit kann man dann zum Beispiel falsche Diamanten gießen oder so. Und das Coole ist, man kann das eben auch mit Acrylfarben noch einfärben. Also da kann man auch richtig coole Sachen mitmachen. Genau, ja, und dann haben die hier noch alles Mögliche hier, zum Beispiel die Eier, die ich halt bestellt habe. Jetzt nicht. Doch jetzt. Also für sie hatte ich, glaube ich, genau, für sie habe ich die 10 cm, also die kosten nicht mal 1 € und meins ist das 12 cm und knapp 1,50 €. Ja, fand ich total cool und auch für alle Leute, die zeichnen, haben die hier halt auch noch mal mega viele Sachen. Und ja, ich glaube, das ist echt eine ein ziemlich cooler Shop. Also da werde ich, glaube ich, öfter was einkaufen. Also Kunstpark heißt der. Hier oben seht ihr es dann nochmal. Kunstpark-shop.de. Ja, und den habe ich jetzt so für mich entdeckt und den werde ich auf jeden Fall öfter mal besuchen. Genau. Ja, das ist so, was im Moment bei mir so ansteht. Ja, und wie gesagt, ich bin halt ziemlich viel damit beschäftigt, für den Shop halt Sachen zu machen. Und ja, sitze dann hier stundenlang am Computer, zeichne was oder ja, mache halt irgendwas anderes. Ich habe mir so ein Zeichentablet hier besorgt und damit zeichne ich dann Dateien. Und meine Textdateien mache ich halt in Photoshop. Genau, ja. Was gibt es sonst noch Neues? Jetzt muss ich gerade mal selbst überlegen. Ich mache mal hier das Hinterdrinks aus. Das nervt mich ein bisschen. Zack, so. Tschüss. Ja, gibt es sonst was Neues? Eigentlich nicht. Ich würde echt gerne wieder mehr Videos machen, aber ich möchte keine Versprechungen machen. Also ich habe mal so ein bisschen reflektiert und mal so überlegt, wie oft hast du eigentlich in irgendeinem Video gesagt, darüber kann ich euch mal ein Video machen und hast es nie gemacht und ich wollte kurz vor Weihnachten, glaube ich, da wollte ich mal alle meine Videos durchgucken und wollte mal gucken, wann habe ich eigentlich welche Videos gesagt, die ich irgendwann mache und wollte die dann mal so abarbeiten.
Und das habe ich auch nicht gebacken gekriegt. Also irgendwie ist bei mir gerade der Wurm drin. Deswegen kann ich euch auch nicht versprechen, dass demnächst wieder viele Videos kommen werden, obwohl ich Zeit hätte. Also klar, ich kann mich halt entscheiden, setze ich mich jetzt hier hin und zeichne oder arbeite in Photoshop und mache halt Dateien. Oder setze ich mich jetzt hier hin und mache ein Video. Basteln ist im Moment, muss ich ehrlich sagen, meine ganzen Bastelsachen, die liegen echt brach im Moment. Also ich habe auch nicht wirklich die Motivation, mich hinzusetzen und irgendwas zu basteln. Ich habe ja super viele Möglichkeiten eigentlich, aber ja, gerade ist so ein bisschen der Wurm drin und ich habe echt auch schon teilweise überlegt, ob ich ja vielleicht nicht alles verkaufe, aber einen großen Teil mal aussortiere, den ich wahrscheinlich nicht mehr benutze oder ja momentan auf jeden Fall nicht benutze. Und ja, bin da echt am Überlegen, ob ich da mal ein paar Sachen von verkaufe, wie zum Beispiel meine Big Shot, die ich eigentlich, seitdem ich den Plotter habe, ich benutze sie manchmal, ja, aber wirklich brauchen, weiß ich nicht. Also theoretisch könnte ich wirklich ziemlich viel aussortieren und ja, ich überlege mal, vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es dann hier irgendwann mal ein Video, wo ihr dann ja, meine Sachen vielleicht kaufen könnt. Aber wie gesagt, ich verspreche gar nichts, weil ich mir noch gar nicht sicher bin, ob ich das überhaupt möchte. Vielleicht kommt ja auch irgendwann wieder so eine Phase, wo ich sage, oh nee, zum Beispiel im Winter dann, wenn es draußen wieder kalt und doof ist, dass man dann sagt, ja, hey, jetzt setze ich mich wieder hin und habe wieder voll Lust zu basteln oder irgendwas zu machen. Und dann hänge ich hier und habe meine Sachen nicht mehr und dann ärgere ich mich. Also ja, mein Motto ist immer besser haben als brauchen. Das Problem ist, dass dann irgendwann dieses Zimmer auch einfach aus allen Nähten quillt. Ja, und eigentlich wäre ja jetzt auch so langsam im Sommer Zeit, sich über Weihnachten Gedanken zu machen. Und wenn ich für euch wieder so ein tägliches Video machen wollen würde, wie ich es vor 2 Jahren, glaube ich, gemacht habe. Ja, genau, letztes Jahr habe ich es nicht so gut hingekriegt. Da gab es nur ab und an mal eins. Und vor 2 Jahren habe ich ja wirklich im Sommer schon angefangen, Videos zu machen und dann euch wirklich in der Adventszeit jeden Tag ein Video hochgeladen. Kann ich auch nicht versprechen, ob ich das dieses Jahr hinkriege oder nicht. Ich bin auch noch am Überlegen, es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass ich mit Mausi, also mit Miss Fruchteis, eigentlich einen Tauschkalender mache. Letztes Jahr haben wir einen richtig coolen Kalender gemacht. Und zwar haben wir uns ein Budget gesetzt, was jetzt auch nicht ganz niedrig war, weil ich finde, diese Tauschkalender, wo dann der Wert von 1 Euro pro Tag ist, ja klar, es ist viel. Es sind theoretisch 24 Euro. Minimum und man hat ja auch noch Porto, nicht nur Porto, dass man das Paket zu der Person schickt, sondern auch wenn man die Sachen besorgt, wobei die Euro-Sachen besorgt man ja so, die kauft man jetzt nicht im Internet, aber ja, man hat halt, also ich finde es schwierig, schöne Sachen für 1 Euro zu kriegen, Bastelsachen, klar gibt das, aber ist dann irgendwie nicht so ein Highlight, wisst ihr, was ich meine? Und dann hatte ich mit Fruchteis schon immer, dass wir immer so 2 Euro gemacht haben. Und das war irgendwie auch schon schwierig. Und letztes Jahr haben wir es so gemacht. Wir haben uns auch ein Budget gesetzt, wie viel wir maximal ausgeben wollen. Und haben dann einen Kalender gemacht, wo es manche Tage dann nur eine Süßigkeit gab. Und an einem anderen Tag dann aber ein größeres Geschenk. Und dafür haben wir uns gegenseitig eine Liste geschickt, was wir uns so wünschen würden. Also da waren dann nicht nur 24 Teile drauf, sondern was weiß ich, 20, 30, 40, 50. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte bestimmt 30 Teile hatte ich bestimmt auf meiner Liste. Und der jeweils andere hat dann eben die Sachen rausgesucht oder wir haben auch Links direkt geschickt, dass man halt direkt draufklicken konnte und das dann direkt so bestellen konnte. Ja, und dann hatten wir halt einen richtig coolen Kalender, wo wir eben wirklich Sachen drin hatten, die wir haben wollten und die uns wirklich gut gefallen haben. Und das war halt echt ein toller Kalender. Würde ich super gern dieses Jahr wieder machen. Mein Problem ist aber,
Ich habe ihr letztes Jahr, also sie kriegt immer zusätzlich zu dem Kalender, den wir abgemacht haben, habe ich ihr bisher eigentlich jedes Jahr etwas genäht. Also immer was zum Anziehen. Und letztes Jahr hat sie von mir einen Teil gekriegt, was ich selber so geil finde. Und ja, es ist meiner Meinung nach nicht mehr wirklich toppbar, also schwer zu toppen. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen mein Problem. Was mache ich dieses Jahr? Also ich habe eigentlich noch was im Petto, aber damit müsste ich auch schon eine ganze Ecke früher anfangen. Also ich werde, glaube ich, noch mal mit ihr sprechen und werde sie noch mal fragen und vielleicht tauschen wir ja doch noch ein Jahr. Aber danach ist, glaube ich, wirklich Ende. Also dann weiß ich auch nicht mehr, was ich ihr noch machen soll. Dann gibt es Kleinigkeiten. So ist das dann. Weil es wurde irgendwie, jedes Jahr wurde dieses selbstgenähte Geschenk immer größer. Also ja, ganz lustig. Egal, so. Macht mir halt Spaß und ich mag sie auch total gerne und es kommt dann von Herzen und dann ist das auch völlig in Ordnung. So, ja, jetzt habe ich mich ein bisschen dolle verquatscht. Sind auch schon fast eine halbe Stunde jetzt und habe gar nicht so viel erzählt, was noch kommt, weil ich nicht weiß, was kommt. Wenn ihr aber irgendwelche Wünsche habt, wenn ihr zum Beispiel mal sehen wollt, wenn ich mit dem Wobbler irgendwie noch was mache oder wenn ihr zu dem Cosplay ein bisschen was sehen wollt, also bei Cosplay sage ich jetzt ganz ehrlich, das, was ich mir jetzt ausgesucht habe, da werde ich mir das Kostüm komplett bestellen. Und weil es ist das erste Cosplay, ich habe mir viele Videos angeguckt und sie sagen halt auch, also die erfahrenen Leute, die das schon länger machen, die sagen halt immer, niemand ist zu jung, zu alt, zu dick, zu dünn, was auch immer. Für Cosplay ist es was für jedermann, aber man sollte halt am Anfang nicht zu hohe Ansprüche an sich selbst haben, was das Kostüm angeht. Na klar, ist das super toll mit einem Mega-Manga-Kostüm, was komplett aus Wobbler oder anderen Materialien selber gemacht wurde. Es ist besser für den Anfang erstmal Sachen ein bisschen zu kaufen und es gibt auch relativ günstige Sachen. Es gibt natürlich High-End, also ich habe ein Kostüm gesehen, das kostet 3.500 Euro. Bei Etsy ist selbst gemacht, handgearbeitet und das ist ein krass, mega cooles Kostüm und ist das Geld mit Sicherheit auch wert, weil Handarbeit ist einfach viel Arbeit, die man auch dementsprechend entlohnen sollte, meiner Meinung nach. Jeder, der Sachen so ein bisschen selber macht, der sieht das wahrscheinlich eh nicht. Aber ja, man muss ja nicht übertreiben, ne? Und ja, genau, also am Anfang tut es dann auch ein Kleid für 30, 40, 50 Euro, was für manch einen ja auch wirklich schon viel ist. Und dann kommt die Perücke noch dazu und vielleicht noch ein paar Schuhe und was man eben noch so braucht. Und da kommen dann auch mal schnell 100 oder mehr Euro zusammen, um dann so ein Kleid eben oder so ein Kostüm halt sich zusammen zu kaufen. Für den Anfang denke ich aber, ist es auch, wenn ich nähen könnte, ja, die Sachen aber so hinzukriegen, es gibt ja theoretisch, also ich habe zumindest noch nichts gefunden. Es gibt zwar Anleitungen, wo man Kostüme nähen kann, aber wenn man sich jetzt einen bestimmten Charakter rausgesucht hat und dafür ein bestimmtes Kleid braucht, also diese Rapunzel von Neu verföhnt, die hat halt den ganzen Film, ich habe mir gestern extra den Film nochmal angeguckt, den ganzen Film über nur dieses eine Kleid an. Und das muss dann von den Details auch schon passen. Und das wäre halt doof, wenn es nicht passt, ne? Deswegen habe ich mir gesagt, komm, nee, ich kaufe mir erstmal eins. Und wenn es dann nicht so schicki ist, wie ich mir das gewünscht habe, also wenn es so ein bisschen billig aussieht oder so, dann kann ich ja immer noch selber was dran verschönern vielleicht. Mit zum Beispiel einer Plotdatei oder so, dass ich mir noch was Schönes da drauf mache oder. Ja, genau. Dann habe ich bei Pinterest, genau. Bei Pinterest habe ich ein Foto gesehen. Da hat jemand sich auch dieses Rapunzel-Kostüm gemacht und hat was richtig Cooles mit den Haaren gemacht. Und das werde ich euch auf jeden Fall mal zeigen, wenn das fertig ist. Das habe ich auch, also das werde ich nachmachen auf jeden Fall. Das war richtig cool. Und ja, das verrate ich jetzt aber noch nicht. Das werde ich auf jeden Fall zeigen. Also ja. Na gut, ihr Lieben. So, dann will ich euch nicht weiter voll quatschen. Ist schon über eine halbe Stunde jetzt.
Ich wünsche euch eine super tolle Zeit. Schreibt mir bitte auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Wunschvideos habt. Wenn ihr meinen Kanal ein bisschen verfolgt, dann wisst ihr, was bei mir so möglich ist. Mal abgesehen jetzt von den Bastelsachen. Ich kann auch was mit dem Plotter machen. Ich kann nochmal mit euch eine Datei erstellen, wenn ihr wollt. Das habe ich, glaube ich, in einem Video schon mal gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, ob das ein Live-Video war oder ob das ein normales Video war, wo ich einmal mit euch so eine Datei erstellt habe. Genau, oder was auch möglich ist, ich habe eine Drohne, also ich könnte theoretisch auch draußen irgendwas machen. Also es gibt schon viele Möglichkeiten. Wenn ihr Bock auf irgendwas habt, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare und ich guck mal, was sich machen lässt. Okay, ihr Lieben, jetzt aber genug. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine super schöne Zeit. Seid mir nicht böse, dass es nicht so viele Videos gibt. Man muss es auch vom Herzen machen, es muss Spaß machen und wenn das gerade nicht der Fall ist, dann ist das halt so. Okay, ihr Lieben, habt euch wohl, bleibt gesund und wir sehen uns. Tschüss!